Hallo und willkommen zu einem neuen Sascha on Tour Video. Ja, ich und mein Bruder waren auf der Polaris Convention in Hamburg. Die fand vom 11. bis 13. Oktober statt. Und das war die dritte Veranstaltung dieser Art und die war wieder mega. Auch diesmal war ich auf dem Retro Games Flohmarkt oder Retro Markt, kann man auch so mehr sagen. Es sind ja viele Retro-Händler da, die Retros da verkaufen, vom Privat bis Händler eben. Und man kann echt alte Games dort finden. Ja, und die Polaris Convention, auch diesmal eben halt wieder eine mega große Veranstaltung in zig Hallen der Hamburger Messehallen. Und diesmal aber auf der anderen Seite. Wir haben vorher in dem A-Bereich drei Hallen, glaube ich, waren das. Und jetzt sind das um die vier Hallen, glaube ich, gewesen. Im B-Bereich, da wird das auch 2025 stattfinden. Und das war wieder einfach nur der Wahnsinn. Ich selbst bin gar nicht so viel rumgekommen außerhalb des Retro-Games-Flohmarkts. Wir hatten da eine eigene Etage, das war richtig genial. Ne? Die wird auch beim nächsten Mal wieder so sein, dass wir da aufgereiht sind. Die Hälfte war noch frei, da haben sich später die ganzen Cosplayer eben halt dann versammelt, so ein bisschen geruht. Und ich hatte dann eben beim nächsten Mal, wäre gut, wenn ihr als Polaris-Veranstalter da ein paar Stühle hinstellt, so eine Art Ausruh-Area, wenn da schon so viel Platz ist. Sowas wäre ganz praktisch, weil die haben sich doch da in Massen aufgehalten. Aber darum soll es gar nicht gehen, denn ich will einfach mal ein bisschen was davon erzählen. Ja, die Polaris an sich ist vereint Anime, Gaming, kann man so sagen, und die Streaming-Kultur. Deswegen waren auch eine ganze Menge YouTuber da und Twitcher und auch Instagrammer, würde ich sagen, TikToker, die dann eben halt sehr hohe Reichweite haben und ihre verschiedensten Let's Plays oder was auch immer dort machen. Das heißt, es wurden auch E-Sports-Games gemacht auf der Bühne. Es gab mehrere Bühnen in verschiedenen Hallen. Es gab einen Shop-Area-Bereich, da konnte man eben halt schön Merchandise und Cosplay-Zeug und so weiter einkaufen. Das war auch sehr schön. Ich war noch einmal da, deswegen gibt es kaum Bildmaterial davon. Es gab einige Infobühnen, wie zum Beispiel von Nino Taco TV. Nino Kerl, der YouTuber und Moderator und ehemaliger Redakteur, Game-Redakteur, überhaupt noch Redakteur ist er ja, hat dort wieder mal ein Anime-Programm geliefert. Diesmal waren alle One Piece Sprecher da. Ich war völlig begeistert. Ich wäre gerne bei dem Event gewesen. Ich hätte mir zum Glück auf YouTube dann anschauen können, weil ich hatte gar keine Zeit, mir diesen fast 2 Stunden Talk anzuhören live. Ich wollte mir auch gerne ein Autogramm holen. Das war das große Problem. Das hat alles nicht geklappt. Anders als im Jahr davor, wo ich mir von sozusagen Ruffy, Zorro und Sanji, von den Sprechern Hubertus von Leichenfeld, Daniel Schlauch und Uwe Thomsen, mir die 3 Autogramme holen konnte. Ich wollte mir diesmal jetzt von den restlichen Strohhüten die Autogramme holen und es ging nicht. Da war eine mega Schlange. Das war viel zu lang und es hat auch nicht so funktioniert. Ich glaube, das wurde nach 2 Stunden abgebrochen, 1,5 Stunde. Und die Schlange war von Mittag schon sehr lang dort. Das ist alles organisatorisch schwer. Ja, es war ganz schwer, überhaupt das umzusetzen, dass alle da irgendwie ihr Autogramm kriegen konnten, weil die Nachfrage war doch immens. Auf jeden Fall war das ein sehr schöner Event. Und auch diese Sache, da denke ich, wird auch noch dran gearbeitet, denn es ging mit dem Autogramm holen sozusagen nicht nur den Wompi-Sprechern so, sondern ich glaube, Gronkh und seinem Team, der Horde, glaube ich, nennt er sich da, oder sein Team somit, war auch ganz schwer, da irgendwie ranzukommen. Es hat einfach nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Da ist noch Luft nach oben. Aber unabhängig davon, ich war ja hauptsächlich auf dem Retro-Flohmarkt und ja, wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen Bilder, was es dort alles zu kaufen gab und auch natürlich mein Stand, denn ich habe da auch verkauft. We'll be right back.
We'll be right back.
We'll be right back.
Ich war aber nicht allein an meinem Stand, natürlich mein Bruder, wie ich gesagt habe, aber neben mir, da war der gute Manuel von Sammlerschutzhüllen.de, der hat ja CDs geschliffen, das ist auch eine tolle Aktion gewesen. Das heißt, wenn ihr ein Spiel, teilweise haben Leute auch CDs mitgebracht von ihren PlayStation 1 Spielen zum Beispiel oder Xbox 360 Spielen, die hat er geschliffen, dann sind die CDs wieder wunderbar schön und ja, man kann sie wieder perfekt spielen, aber auch jemand, der vielleicht die vor Ort gekauft hat, nicht ganz zufrieden war, weil es sind ja auch gebrauchte Sachen, die dort verkauft wurden, konnte dann das wieder herstellen. Manuel war zusammen mit dem lieben Jona, dem Flashkowski da. Ich grüße euch beide übrigens an dieser Stelle. Und ja, das war ja sehr schön, das machte Spaß, weil er wohnt etwas weiter weg als ich. So sieht man sich nicht so oft, aber diese Polaris, die ist einfach unser Megatreff. Ich meine, ich habe ihn ja jetzt schon auf der Gamescom getroffen. Das Video habe ich nicht gemacht. Das ist bei ihm auf dem Kanal. Da haben wir einen riesen Talk zu veranstaltet. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das Ganze. Ich verlinke diesen Talk unten in der Videobeschreibung. Aber schaut mal, hört mal rein. Ich meine, geht 7 Stunden. Seppt ruhig ein bisschen durch. Er ist auch kapitelt, so was man sehen könnt. Könnt ihr euch die Highlights ein bisschen anhören. Ja. Wie gesagt, er hat CDs geschliffen, ein bisschen was von seiner Sammlung oder von doppelten Sachen verkauft. Auch der Jona hatte ausgemistet. Es war auf jeden Fall super schön. Was auch grandios war, wir hatten an unserem Stand durch diese Schleifmaschine von dem lieben Manuel Strom. Und zusammen mit dem Veranstalter haben wir dann eine Anspielstation bekommen. Oder beziehungsweise zwei Anspielstationen von PlayStation 5. Ja, da konnte man direkt bei uns beim Stand PlayStation 5 Spiele spielen, beziehungsweise man konnte Visions of Mana spielen, das Square Enix Spiel. War richtig cool, das hat auch vielen Spaß gemacht, da waren sehr, sehr viele und ja, das wollen wir auch nächstes Jahr beibehalten, denn es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ihr habt ja gesehen, der Flohmarkt, der war sehr abwechslungsreich, aber neben dem Flohmarkt war auch noch ein anderer Games-Bereich, der sehr interessant war. Ich meine, es gab auch eine Food Area, da habe ich aber auch nicht so viel, da habe ich nur gesehen, das war so spezielle, bisschen ja, asiatische Küche, konnte man kleine Essen da holen, natürlich auch die ganz normalen Pommes und Co. Und die waren auch zwischen den Hallen, war so ein bisschen Freiraum, da konnte man auch noch ein bisschen Essen kaufen. Super, aber es gab eine weitere Halle, da war auch so ein bisschen, da war ein Gaming-Bereich, ja. Es gab da zu einem ein paar Game-Publisher wie Capcom oder auch Nintendo und dann gab es da zum Beispiel aber auch so ein bisschen internetmäßig mehrere so Experimentalbühnen, kann man so sagen, oder Orte, wie zum Beispiel, das fand ich sehr interessant, da wurden Fotos ausgestellt, so
oder konnten welche auch besondere Fotos, die sie geschossen haben und dann digital eben halt auch vielleicht bei sich über Facebook so veröffentlicht haben und ihre eigenen Kunstwerke sozusagen da veröffentlichen, die eine Botschaft hatten, die eine interessante Story erzählten. Das war auch ein sehr schöner Themenbereich, da mal so ein bisschen diese digitale Fotografie, also Fotos, die digital aufgenommen wurden, dann eben halt dort zu präsentieren. Das war sehr interessant. Was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war dort wieder die coole Retro-Games-Ausstellung anzuschauen. Hier hat wieder der Stefan Freunddorfer mit organisiert. Richtig klasse mit so vielen alten Titeln und auch jetzt lasse ich lieber Bilder sprechen als Worte. So viele geniale alte Titel, dass es echt Spaß gemacht hat, sich diese Boxen anzugucken und überhaupt diese Games. Manche habe ich selbst noch nie in den Händen gehalten, ich kenne sie nur vom Namen her. Andere kann ich zum Beispiel auch sagen, habe ich ein paar von denen, habe ich selbst in meiner Sammlung und oder dem von mir, meinem Bruder. Da sind wir echt glücklich drüber. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, passend dazu zu Retro war auch die Retro Gamer am Stand. Ich habe doch mal das Magazin hier,
oder nicht am Stand, die hatte am Start, die hatte einen Stand dort, die Retro Gamer. Ich habe hier diese Ausgabe, das ist jetzt nicht die ganz aktuelle, aber auch eine sehr gute mit Metal Gear Solid und mit Baphomets Fluch. Da wird halt klassisches Videogaming besprochen und die haben ihren Stand gehabt. Ich grüße euch an dieser Stelle, das ganze Team und insbesondere den lieben Jörg, den Chefredakteur. Wir haben uns super verstanden und Jörg, das war echt tolle Momente. Er hatte später auch noch einen Ministand an der, wo er nochmal diesen Retro-Gamer präsentiert hat, beim Retro-Flohmarkt. Da war er dann auch öfter zu sehen. Es hat echt Spaß gemacht. Und man konnte mit ihm richtig fachsimpeln. Er ist ja ein alter Hase in diesem ganzen Geschäft sozusagen. Nicht nur im Verlagsgeschäft, aber auch im Gaming. Und ich hatte ihn ja kennengelernt erstmals auf der Gamescom. Und es war super interessant, weiter noch ein bisschen über die vergangene Zeiten der Games-Kultur zu quatschen. Ja, also die Retro-Gamer kann ich euch nur ans Herz legen, ist ein wirklich sehr gutes Magazin und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, wie gesagt, da konnte man ein bisschen anspielen, ältere Games auch, und ja, sich informieren, natürlich auch ein Abo abschließen, denn diese Zeitschrift verdient es auch, sich damit näher zu befassen. Gut, ich kenne noch Werbegelaber. Ansonsten waren ja noch, wie ich sagte, ein paar Publisher dort, wie zum Beispiel Nintendo. Man konnte dann die neuesten Nintendo-Titel anspielen und auch ein, zwei Gimmicks am Nintendo-Stand abgreifen. Wenn man seine Nintendo-App sozusagen auf dem Handy hatte, vorgezeigt hat, und dann hat man ein paar Sachen bekommen. Und ich greife jetzt mal ein paar Sachen vor. Was man nämlich bekommen konnte, war unter anderem diese Nintendo-Tasche mit Super Mario drauf. Richtig cool. Auch hier das Logo. Richtig cool. Man konnte auch Schulhefte, die habe ich jetzt gar nicht mit hierher genommen, fällt mir gerade ein. Es gab auch Schulhefte von Mario und von Pikmin und hier und da Pins. Ich habe noch einen Pin bekommen von Animal Crossing. Auch richtig cool. Ich mache ja dieses Merchandise-Zeug, auch wenn ich jetzt nicht alles abgegriffen habe. Aber anders als der liebe Manuel, der hat da doch ein bisschen mehr Glück gehabt, dann noch ein bisschen mehr angesammelt. Auf jeden Fall. Schöne Sachen gab es da, wie gesagt, wenn man da nicht nur angespielt hat, sondern auch eben halt, die App vorgezeigt hat. Es war sehr spannend, war auch ein schönes Diorama mit dem großen Mario in seiner Röhre und ja, so ein bisschen das Merchandise, was es gab, konnte man da bewundern und hat halt Spaß gemacht, auch dort ein bisschen mal die Spiele anzuspielen. Und nicht zu übersehen war auch der wunderbare Capcom-Stand. Capcom war vor Ort, hatte so einen Container aufgebaut, wo man schön wie eine Lounge sitzen konnte und man konnte wieder Monster Hunter Wilds anspielen. Richtig tolles Game, habe ich auf der Gamescom auch ein bisschen ausführlicher gespielt, macht sehr viel Laune. Ich habe einmal den Multiplayer-Part so ein bisschen gespielt, wo man eben halt gemeinschaftlich sozusagen die Gegenden erkunden konnte. Da spreche ich übrigens auch in dem Talk mit dem Manuel zur Gamescom ein bisschen drüber. Und dann habe ich eben halt auch das normale Spiel gespielt, wo man eben kleine Aufträge erfüllt, so ein bisschen seine Rüstung auflevelt, damit man gegen die großen Monster kämpfen kann. Im Endeffekt ist es das gleiche Spielprinzip, sieht mega aus. Es gab sogar schon deutsche Synchro und es ist wirklich wahnsinnig gut. Und wie gesagt, schöne Grüße an das Capcom-Team, denn Capcom hat mir was zur Verfügung gestellt für euch, denn es gibt eine Verlosung. Und was es gibt, ja, das habe ich hier unten liegen, das zeige ich euch am Ende des Videos. Also aufpassen und da erzähle ich euch auch mehr zur Verlosung. Ja, also wie gesagt, die Publisher waren vor Ort, aber ich habe die meiste Zeit auf dem Retro-Flohmarkt verbracht. Dort eben halt selbst auch verkauft, das, was ich nicht mehr in meiner Sammlung brauchte, beziehungsweise eigentlich ist es ja eine Reinvestition. Dinge, die ich nicht mehr brauchte, habe ich mit dem Geld umgesetzt und das Geld, beziehungsweise auch ein bisschen im Tausch mit einigen Leuten sozusagen, wodurch ich dann natürlich andere Sachen erworben habe, beziehungsweise für meine Sammlung. Und ich und mein Bruder haben sozusagen schöne Stücke für die Sammlung bekommen. Wir haben aber auch ein paar Sachen von meinen Schwestern verkauft. Die hatten auch ein paar Mangas, wir hatten Animes, wir hatten Mangas dort auch vor Ort, weil es passt ja zu dem Ganzen. Ein paar DVD-Filme, nicht nur Games. Wir waren breit gefächert und genau das hat auch Spaß gemacht. Man konnte da echt einiges erwerben in diesem Retro-Flohmarkt. Ihr habt ja Bilder gesehen.
Und jetzt seid ihr neugierig, nachdem ich so ein bisschen, ich wollte jetzt auch nicht zu ausführlich, denn ich denke mal, Bilder sprechen da immer mehr als Worte. Ihr habt ja den Retro-Flohmarkt gesehen, der sehr abwechslungsreich ist. Ihr habt die schöne Retro-Ausstellung vom Steffen Freundorfer, der übrigens auch den Retro-Flohmarkt organisiert hat. Stefan, vielen, vielen Dank. Das war wieder mega. Er selbst hatte auch einen schönen Stand da. Ein paar Sachen habe ich auch von ihm erworben und ich und mein Bruder besser gesagt. Und er hat wieder sein geniales Buch zu Prince of Persia vorgestellt. Da konntet ihr es auch wieder erwerben und er hat es auch signiert. Also, das war wirklich mega. So, also, wie gesagt, mein Bruder und ich waren dort unterwegs und haben natürlich auch gestöbert, um unser Geld wieder ein bisschen zu reinvestieren. Ja, kann man so sagen. Andererseits gab es auch eine Sache, die ich bekommen habe. Der liebe Manuel hat mir seine Schutzhüllen mitgebracht, denn ich habe einiges meiner Sammlerstücke versehen mit seinen Schutzhüllen. Die kann ich auch nur empfehlen. Dazu verlinke ich unten seine Seite und auch ein Video von mir. Ich habe schon mal gezeigt, wie gut diese Sammlerschutzhüllen sind. Aber ich habe zum Beispiel ein paar von meinen Highlights dort dann verstaut. Sei es nun meine Resident Evil 2 Collectors Edition. Die hat jetzt eine schöne Schutzhülle bekommen. Aber auch ganz einfache Sachen. Ich habe zum Beispiel von Sid Meier mein Pirates mal unterschreiben lassen. Das war das Remake von Pirates, aber ihr könnt ihr sehen, da ist mein Autogramm drauf. Oder ich hatte mal im Interview bzw. im Fotoshoot-Call für Pressearbeit, die ich gemacht habe, Stan Winston, den ja, Schöpfer vom Terminator, im Endeffekt ist er ja ein Special Effects Experte gewesen, leider verstorben. Und der hat mir auf meinem Terminator Steelbook einmal ein Autogramm gegeben. Das habe ich jetzt in wunderbare Sammlerschutzhüllen gepackt. Somit seht ihr, wie wichtig so wie gut seine Höhlen sind und wie vielseitig einsetzbar. Ich habe auch ein paar alte Games eben halt, wie zum Beispiel meine Big Box von Last Ninja 1 in eine schöne Hülle gepackt. Das lohnt sich. Also seine Höhlen sind irgendwie sind richtig klasse. Wie gesagt, die habe ich jetzt alle bekommen. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ihr wollt noch wissen, was haben wir denn auch da gefunden auf dem Retro Games Flohmarkt? Ja, wie gesagt, das gab es beim Nintendo Shop und der Rest, der ist jetzt vom Retro Flohmarkt. Und das erste, was ich jetzt hier zeige, ist aus einem Tausch gewesen. Ein paar Euro habe ich noch dazu gegeben, aber ein Super Nintendo Modul habe ich mit dem lieben Eagle getauscht. Der Eagle hatte dort einen Stand. Ich grüße ihn in dieser Hinsicht auch. Der hat so ein bisschen japanisches Zeug gewesen, beziehungsweise auch Merchandise. Und ich habe dort diese geniale Puddingschale, das könnt ihr kaum sehen, weil sie ist ja durchsichtig, von DuckTales gefunden. Versuche ich ein Bild dazu einzublenden. Da sind TikTok und Track drauf zu sehen und die ist auch, ich habe jetzt hier nämlich ein Datum da irgendwo. Auf jeden Fall, ich glaube, hier war irgendwo 89. Also es ist aus den 90ern. Wo war ein Datum? Aber egal. Es ist von 89, von damals. Richtig schönes Stück und für meine Sammlung von altem Retro-Zeug. Ja. Und ich fange so ein bisschen an, erstmal mit den Sachen, was ich so bekommen habe. Dann habe ich auch erworben dort, die Preise habe ich gar nicht mehr so im Kopf, aber es sind halt, es ist ja auch Händler, man handelt sich so ein bisschen runter, sind jetzt keine Flohmarktpreise, deswegen, ja, sind normale Preise, sage ich mal. Habe ich hier dieses Handtuch erworben von Super Mario 3D World, das ist auch schon etwas älter, glaube ich von, jetzt habe ich auch schon wieder kein Datum. Auf jeden Fall ist das schon ein paar Jährchen alt. Das ist in einem Greifautomaten nur in Japan erschienen. Es gibt diese großen, kennt ihr sicherlich mit den Armen, wo man eben halt Sachen aus Automaten ziehen kann. In Japan gibt es ein bisschen mehr als nur Plüschtiere. Da gab es dieses Handtuch, es ist noch sealed, mit Super Mario drauf. Ihr könnt hier sehen dieses ganze Bild und ich fand dieses Merchandise-Kram richtig genial. Neben dem wunderschönen Handtuch habe ich noch zwei weitere Merchandise-Sachen gefunden. Und zwar einmal dieses Promo-T-Shirt von Zelda. Richtig cool. Hier vorne ist so ein Logo und hinten auch so richtig klasse. Auch ein zweites Logo oder so eine Triforce-Logo. Hier für Nintendo Switch. An der Seite ist das aufgeführt. Leider nicht in meiner Größe, nur in M, aber ich stehe auf dieses Art Merchandise, was ich ja gerne eben halt bei meiner Seite Games Promo Archive. Also
hier seht ihr den Link zu meiner Instagram-Seite oder auch zu TikTok. Da zeige ich viel Promo-Stuff, Promo-CDs, Pins, Merchandise und so weiter. Eine ganze Menge coolen Stuff, also schaut mal rein. Und das wird künftig da auch irgendwann mal gezeigt. Noch nicht jetzt in dem Moment, denn ich habe zu viele andere Sachen, was ich euch gerade da zeige. Als nächstes habe ich gefunden, dieses Vorbesteller-Teil, auch von Zelda, Ocarina of Time, für den Nintendo 3DS. Das hatte der eine Kollege dort aussortiert, ist es auch schon geöffnet gewesen oder hatte gerade da ganze neue Sachen, die er einsortieren wollte bei sich. Ich habe es zum echten Schnabber bekommen von ihm, also zum fairen Kurs. Er hatte nicht nachgeguckt, was es bei eBay gehandelt wird, und das fand ich super cool. Eben halt, weil man kannte sich auch untereinander. Also ich kenne den coolen Händler. Ich glaube, der Robert war das schon länger und der hat mir dieses überlassen. Ist ein Vorbesteller. Als Vorbestellung gab es das mal für den Nintendo 3DS. Eine Tasche zu Zelda Ocarina of Time für den 3DS. So langer Zungenbrecher. Aber auf jeden Fall richtig klasse. Und ja, eine sehr schöne Box. Ist zwar geöffnet, aber nie benutzt worden. Und also das Siegel ist hier an der Seite geöffnet, aber sonst ein super toller Zustand. Und ja, Merchandise-Kram in der Richtung, das passt perfekt in meine Sammlung. Und ja, wie soll es anders sein? Das gehört in die Sammlung. Ja, und jetzt geht es mit Games weiter, die wir dort bekommen haben. Nicht nur, was wir da an den Ständen gekauft haben, sondern auch von Freunden bekommen, denn wir haben zahlreiche Menschen getroffen. Ich grüße euch alle an dieser Hinsicht, weil ich auch viele Namen gar nicht so drauf habe. Aber diesmal möchte ich auch den Steven, der uns sehr viel besucht hat, einfach mal schön grüßen. Wir haben auch auf der Wattenerd haben uns auch getroffen und so weiter. Und wir haben uns auch viel unterhalten, da hat sehr viel Spaß gemacht. Aber auch der Andy war da. Andy ist ein guter Kumpel von meinem Bruder, mit dem er sich auch gamingmäßig austauscht, und seinem Kollegen auch in dieser Hinsicht schön gegrüßt. Und er hat Games getauscht, beziehungsweise sie hatten so ein, ja, ich sag mal, Tausch. Und da gab es einige schöne Sachen, die mein Bruder von ihm bekommen hat. Ich muss jetzt gucken, ich weiß nicht hundertprozentig mehr, was es war, aber dazu zählten unter anderem diese zwei Lösungsbücher. Und zwar einmal zu Dissidia von Final Fantasy. Das ist also dieses wunderbare Lösungsbuch. Auch ein richtiger Wälzer, richtig klasse. In Deutsch übrigens. Und Pokémon Sonne und Mond, auch ein richtiger Wälzer an Lösungsbuch. Gut, mein Bruder ist jetzt nicht der Mega-Pokémon-Sammler, aber das wollte er in seiner Sammlung haben. Auch richtig cool. Und wenn er die Gelegenheit hat, dann nimmt er sowas gerne auch auf. Ja, weitere Games waren, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß von dreien. Und die anderen weiß ich nicht, ob er sie erworben hat, aber also drei habe ich jetzt hier noch, die, glaube ich, von ihm sind. Bei dem einen Mega Drive oder Master System bin ich mir nicht sicher, aber egal, spielt jetzt keine große Rolle. Auf jeden Fall hat er bekommen hier Tekken Tag Tournament 2 für die PlayStation 3. Ist in der Schutzhülle. Dann Star Trek Encounters, ein Star Trek Spiel für die PlayStation 2. Auch in der Schutzhülle, deswegen ein bisschen schwerer zu sehen. Und für die PlayStation 1, Toshiden 4 ist auch ein Battle Game. Klassisch, ist jetzt nicht im perfekten Zustand. Hülle ist gebrochen. Hier ist noch Sticker drauf, aber auch ein Toshiden Sticker. Und aber Handbuch und CD sind sonst wunderbar. Ja, richtig cool. Dann hat er, und ich glaube, da bin ich nicht sicher, ob das jetzt getauscht war oder von der Börse stammte, und zwar von Sega Galaxy Force. Das ist ein Shooter, so ein bisschen im Stile von Space Harrier, also dieses nach vorne Draufsicht, so Third-Person-Shooting-Spiel wie früher. Richtig cool, ist auch vollständig. Modul und Schwarz-Weiß. Handbuch, das war ja beim Master System noch so. Nipsel umfehlt. Auch ein richtig interessantes Game, hat Spaß gemacht, wir haben es ein bisschen reingespielt. Ich zeige hier ein paar Bilder, also macht auf jeden Fall Spaß. So, dann hat er ein japanisches Super Famicom Spiel gekauft. Ich weiß jetzt nicht, welches RPG das ist in Deutsch. Ich glaube, das ist der Nachfolger von Landstalker, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ich blende den Titel hierzu gleich ein mit ein bisschen Gameplay. Also richtig cool.
in einer Schutzbox. Richtig klasse. Und ja, das musste auch sein. Ansonsten haben wir gar nicht so viel. Ich habe dann noch vom lieben Stefan bekommen zwei Promos, und zwar von der PSP. Das ist einmal ein iToy-Spiel oder das ist hier, das ist in Invincibles, und das war iPad Adventures. Beide werdet ihr auf Gamescom Archive Videos zu finden oder Bilder. Schaut mal auf meine Instagram-Seite vorbei. Lohnt sich. Ja, bevor wir zu Klassikern kommen, noch ein Spiel, was wir auch vom Veranstalter bekommen haben, von der Polaris. Denn wir hatten ja, ihr habt es ja gesehen, die schönen Anspielstationen der PlayStation 5 da. Und wir hatten zwei Stück, und in beiden konnte man Visions of Mana spielen. Da wir den Strom aber bezahlt haben, ich habe auch zusammen mit dem Manuel eben halt diese beantragt. Und das hat sich so ergeben, die waren über, die konnten nirgendwo anders aufgestellt werden, diese Anspielstationen, und wir hatten Strom, und das Beste, besser ging es nicht. Wir haben es gerne gemacht, weil es hat auch Spaß gemacht, und wir haben ja selbst unsere Laune. Und man hat uns das dankend dann gesagt, komm, dafür, dass ihr ja gesagt habt, kriegt ihr jeder ein Visions of Mana PlayStation 5. Das sind die Spiele, die dort angespielt wurden, und dadurch, dass danach ja keine Verwendung mehr dafür war, haben wir die bekommen. Vielen, vielen Dank von Square Enix, das Spiel. Richtig cooles Game. Muss ich aber auch nochmal ausführlich spielen. Ich habe auch nur die Intros bisher reingespielt, als wir das da aufgebaut haben. Ja, und jetzt kommt noch ein paar Spiele, dann war es das auch. Und zwar, die haben wir, glaube ich, alle bei dem Steffen Freundorfer gekauft. Der hat ein paar Big Box Spiele. Und zwar haben wir hier A New Beginning. Das ist ein etwas, ein Daedalic-Spiel, Click-and-Point-Adventure. Point and Click, nicht Click and Point. In einer Special Edition. Das ist so ein Öko-Adventure, richtig cool. In dieser Edition, Spiel des Jahres-Edition, A New Beginning. Die Version hatte mein Bruder noch nicht, und die hat er sehr gerne mitgenommen. Und dann haben wir noch ein paar Big Box-Spiele mitgenommen. Zum einen habe ich hier von Psygnosis Second Samurai für den Amiga. Auch richtig schöne Box. Da ist auch nichts weiter drin als ein Handbuch. Ich glaube, nichts weiter als, glaube ich, nur ein Handbuch und CDs. Ich blende euch jetzt hier ein bisschen Gameplay ein. Auf jeden Fall ein Beat'em'up, seitliches Beat'em'up. Ist halt Amiga-Zeit. Sieht auf jeden Fall sehr grafisch, sehr toll aus. Und hier zeige ich euch nochmal das Cover. Ist einfach nur mega. Dann habe ich mir gekauft beim Stefan, das ist für meine Sammlung, als ich bin ja Revolution-Fan, von denen die Baphomets Fluchspiele rausgebracht haben. Und ein Adventure, was sie schon mal etwas eher rausgebracht haben oder vor Baphomets Fluch, war Lure of the Tempest. Und hier habe ich die Soft Price Amiga-Version. Die habe ich für einen günstigen Preis von dem lieben Stefan bekommen. Da ist auch wirklich nicht viel drin. Das ist halt noch die alte Zeit. Gibt ein einfaches Handbuch und Disketten. Ja, der Vorläufer zur CD. Auch richtig cool. Und dann gab es noch ein Spiel, und das ist sogar noch sealed und eigentlich das Highlight. Und zwar Manhunter 2 San Francisco. Ein Point-and-Click-Adventure von Sierra. Richtig cool. Das fehlt uns noch beiden in der Sammlung, mir und mein Bruder. Das musste sein. Und wir sind da mega glücklich. Und ihr seht jetzt auch ein bisschen Gameplay. Und ja, einfach nur Hammer. Einfach nur Hammer. Und das war's. Das war wirklich unsere Ausbeute von der genialen Polaris. Und ja, was soll ich noch sagen? Hat einfach Spaß gemacht. Der Retro-Flohmarkt, die vielen Menschen. Das waren zwei Tage. Samstag und Sonntag war nur der Retro-Flohmarkt. Die Polaris selbst ging von Freitag bis Sonntag mit sehr viel Programm. Kommt auch im Oktober 2025 gern wieder vorbei. Macht Spaß. Wir sind auf jeden Fall wieder auf dem Retro-Flohmarkt. Und ja, ich sag zwar jetzt schon mal, ich sag's noch nicht, denn ich habe ja noch eine Verlosung für euch. Und zwar die Verlosung, was ihr dazu machen müsst und so weiter, findet ihr bei shortreview.de. Oben ist der Link. Dort gibt es einen Artikel zu diesem Video.
Und dort findet ihr halt auch die Bedingungen, wie ihr an dieser Verlosung teilnehmen könnt. Denn ihr könnt gewinnen. Dieses von Capcom hier zur Verfügung gestellte Ponchi von Monster Hunter. Ja. Richtig cool, das ist ein exklusives Merchandise, was auch auf der Games, auf der Polaris ja, speziell zu bekommen war. Und ja, wenn ihr das haben wollt, schaut auf www.shortreview vorbei, zusammen mit Capcom. Vielen Dank nochmal an dieser Hinsicht. Ja, verlose ich das. Ja, dazu lege ich noch einen Sticker bei von Games Promo Archive und vielleicht noch irgendwie ein paar, ein, zwei Goodies, die ich noch so über habe. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, dort findet ihr die Teilnahmebedingungen. Also schaut drauf, das gibt's zu gewinnen. Ja, und das war's jetzt auch. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren vor allen Dingen. Wart ihr auch auf der Polaris? Haben wir uns getroffen? Hat es euch Spaß gemacht? Was habt ihr dort gekauft? Was habt ihr dort erlebt? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn Sascha wieder on Tour ist. Wieder.